So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben in Zypern, in Paphos besser gesagt, in dieser Stadt abgeladen, sind jetzt inzwischen schon wieder retour übers Wochenende, mit der Fähre wieder nach Thessaloniki gefahren, haben da die Wochenendruhe verbracht und ich habe eine neue Fracht bekommen, und zwar geht die nach, Moment, Timișoara oder so ähnlich spricht man das aus, ist in Rumänien. Wir fahren da mit Obst und Gemüse mit 15 Tonnen. Schlechte Nachricht, die Bank hat bereits die fällige Kreditrate oder die Endabrechnung sozusagen eingezogen vom Konto. Ihr seht es, ich habe jetzt noch 15.000 Euro, habe um einen LKW weniger, das heißt, ich habe um 33% Umsatz weniger. Und das Geld dafür nicht, die Abfertigung von der Versicherung natürlich nicht, weil das alles eingezogen wurde. Die Bank hat das Vertrauen verloren, sagt dieser junge Betreuer, der keine Ahnung vom Geschäft hat, der sieht nur seine Zahlen, weiß nicht, was dahinter steckt. Gut, ändert alles nichts. Wir fahren jetzt diese Tour, die wir da bekommen haben, Gott sei Dank. Wird vergütet mit 2370 Euro. Besser als nichts. Und wir starten, wir haben 10 Uhr aufgeschrieben von der Fahrzeit her. Am Wochenende habe ich etwas mit den Freunden von der Diesel Passion Group telefoniert. Der Tom hat mir von einem Unfall erzählt, den er gehabt hat. Der war ja da Norwegen rüber Richtung Russland unterwegs, Finnland etc. Und hatte tatsächlich einen Unfall mit seinem Ostseeliner. Ihm selber ist Gott sei Dank nichts passiert. Er war gerade auf dem Weg zu diesem Sattler, der ihm da dieses neue Interieur verpasst. Die anderen Unfallbeteiligten, wenn man so möchte, die sind abgehaut, sind einfach weitergefahren. Der Dom ist natürlich stehen geblieben, klarerweise. Wie er das registriert hat, waren die aber schon weg. Also vielleicht doch etwas russisch, diese Vorgehensweise von diesen Personen. Aber gut, ist so. Es hätte mehr passieren können. Das ist es Gott sei Dank dann nicht. Aber trotzdem natürlich eine unangenehme, unnötige Angelegenheit. Ja, der Dom ist auch inzwischen auf der Promot 230 unterwegs, die ihm doch auch sehr gut gefällt, die auch mir sehr gut gefällt. Sind ja etliche Dinge verbessert worden. Wenn man das Video vom Tom sieht, wo er da unterwegs war, mit dieser Straße, die da unter Wasser steht, oder die Brücke, die so komplett schief schon sich gesetzt hat und, also wirklich sehr genial, sehr schön, muss auch London geworden sein, war ich jetzt selber noch nicht, aber da haben sich die Burschen und Mädels wirklich was einfallen lassen und wieder super Arbeit geleistet. Es freut uns sehr, wir haben unseren Spaß mit dabei und das ist gut so. Übrigens, der Tom hat ja bereits erwähnt, er macht ein Rundtour-Video. Vielleicht wird das ein 750-Abo-Special. Also, meine Bitte jetzt an euch, abonniert den guten Tom Diesel, seinen Kanal. Was das Zeug hält, je früher, dass wir dieses Rundtour-Video bekommen, desto toller ist das.
ist eine wirklich sehr interessante Angelegenheit. Da bin ich überzeugt. Wir kennen ja seine Hardware zum Teil schon recht gut und seinen Zutritt zu diesen Dingen, zu seiner Liebe, die er zu diesen Dingen wirklich entwickelt, muss man so sagen. Und da bin ich wirklich absolut gespannt auf dieses Rundtour-Video. Da freue ich mich ganz, ganz besonders drauf. Der Christian von der Hansekontur, mit dem habe ich auch telefoniert, der war unterwegs nach Graz, hat ein S410 zurückgeholt nach Graz für einen Kollegen oder für einen Mitarbeiter, da bin ich mir jetzt nicht so ganz genau sicher, fliegt dann wieder von München weg Richtung Heimat, also der ist auch fest am Schaffen. Ja, und wir sind unterwegs nach Rumänien. Das heute ganz schaffen, bin ich mir nicht sicher. Am Montag, erster Arbeitstag, gleich eine 10er, werden wir nicht ziehen. Das glaube ich nicht. Das heißt, wir werden irgendwo nächtigen. Ich komme sowieso vor 20 Uhr nicht an. Da kann ich auch nicht mehr abladen. Da ist sicherlich keiner mehr im Lager dort. Also bringt uns das gar nichts, wenn wir da heute durchfahren. Es ist besser, wir machen irgendwo Pause. Am späteren Nachmittag bekommen wir auch sicherlich dann noch einen Parkplatz am späteren Nachmittag. Wir brauchen da nicht irgendwo auf Suche gehen. Und ach ja, danken. Danken wäre ein ganz heißer Tipp. Ja, mit dem Peter, mit meinem Mitarbeiter, habe ich ja auch telefoniert und habe ihm da jetzt fast übersehen. Habe ihm gesagt, was da momentan abgeht mit der Bank, was da los ist. So, da ist ein Stoppschild, sitzt aber keiner drinnen. Die anderen sind auch weitergefahren, das heißt, werden auch wir so machen. Ja, also der Peter ist informiert über die Situation, auch über die finanzielle Situation. War nicht sonderlich begeistert, der liebe Peter, verstehe ich aber natürlich auch. Aber es ist ihm natürlich absolut klar, dass wir da jetzt eine Herausforderung haben, die wir irgendwie meistern müssen. Und er war auch so ehrlich und hat mir klipp und klar gesagt, dass er sich natürlich um was anderes umsehen wird, wenn er da irgendwo eine Möglichkeit hat und die nutzt, bin ich ihm natürlich auch nicht böse. Verstehe ich voll und ganz. Sind die alle auf Pause oder da ist nirgendwo irgendwer? Okay. So, und da kommt jetzt die Tankstelle. Dann werden wir mal tanken. Ich gehe bezahlen und
melde mich gleich wieder retour bei euch. So, Schlüssel ist drinnen. Mit Abbuchen sind die schnell. Das ist so. Also dieser junge Bankbetreuer, den ich da leider in der Bankstelle habe, der ist wirklich sehr zahlenorientiert auf meine Einwände und meine Erklärungen am Telefon. Hat der eigentlich gar nicht reagiert. Also, ja, ich soll mich ja nicht immer so aufregen, aber wenn man da stehen bleibt, dann hat es ein gröberes Eck. Jetzt noch zu reden macht sowieso keinen Sinn. Betrag ist abgebucht und mit der Situation müssen wir umgehen. Irgendeine Art und Weise. Ja, wie ihr wisst, habe ich ja Telit inzwischen nicht mehr in Verwendung. Und trotzdem kommt es immer wieder mal vor, dass so ganz kleine Ruckler einfach da sind. Ob das jetzt von Jessicat Mod oder von den Jessicat Mods kommt, ob das von der Pro-Mods kommt, von SCS, vom Spiel selber, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist wesentlich besser geworden. Durch das nicht mehr Verwenden von Telit. Ich habe das in meiner Videos ja erklärt, warum ich das nicht mehr verwende. Könnt ihr mal schauen. Und eines ist garantiert, es kommt jedenfalls die 1.32, vielleicht sogar, wenn ihr das Video seht, könnte es sein, dass das Update schon zum Download bereitsteht. Das wäre ganz leicht möglich. Ja, und auf die 1.32 freue ich mich besonders, wo man dann die eigenen Frachten auswählen kann. Man hat seinen eigenen Auflieger, aber das große Fragezeichen dahinter ist das, wie geht es mit meiner Story weiter, wie geht es mit dem Hermann M-Punkt weiter. Soll es überhaupt weitergehen? Fragezeichen. Also irgendwas werde ich mir da einfallen lassen. Haben wir wieder eine Mautstelle. Eine doch realistische Angelegenheit wäre es jetzt, Werkstatt in Linz verkaufe und mir eine günstigere Garage sozusagen nur anschaffe.
Mensch, Steuerberater, der Schweiger hat ja da einen Tipp für mich. Der wüsste da was in Salzburg. Das wäre jetzt sozusagen der Sparkurs. Eine schöne Gegend hier. Gefällt mir sehr gut. Ja, mit der Kohle, die wir jetzt noch zur Verfügung haben, darf wirklich nichts passieren. Wir haben jetzt 14 Uhr durch. Okay. 14 Uhr, 4 Stunden Fahrzeit. Sehr gut am frühen Vormittag zur Abladestelle. Verlassene Beamtenhütte. Boah, enge Angelegenheit.
Auto werden wir durchfahren. Wenn es weitergeht hier auf meinem Kanal, werde ich auf alle Fälle auch versuchen, eine geeignete Position für meine Webcam zu finden, damit ich auch eine Wheelcam betreiben kann. Das würde mir jetzt noch so vorschweben. Aus eurer Sicht jetzt Sinn macht oder nicht, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Neue Abonnenten sind auch inzwischen wieder dazugekommen. Die möchte ich an dieser Stelle auch alle sehr, sehr herzlich begrüßen. Es freut mich immer, wenn ich ein neues Abo bekomme, ein Kommentar drunter steht unter meinen Videos, ein Like dagelassen wird, was auch immer. Oder auch natürlich mal gerne Kritik, wenn ihr sagt, das und das sollte man verbessern, kann man verbessern. Da bin ich immer offen für alle Tipps und natürlich sehr, sehr dankbar. Also ruhig mal reinschreiben, wenn euch irgendwas nicht gefällt, irgendeine Einstellung nicht passen sollte aus eurer Sicht. Schreibt mir, ihr findet mich auch auf Facebook unter Hermann M. Hermann M. ist eine Abwandlung vom Real Name. Ihr findet mich da, wie gesagt, unter Facebook und auch auf Twitter. Bei Instagram findet ihr mich unter dem alten Namen, unter dem Hermi. Der Hermi ist eigentlich so ein Überbleibsel aus den Zeiten, wo ich noch sehr aktiv Battlefield gespielt habe, dann auch PUBG. Bei diesen Shootern wird auch dieser Name Hermi nach wie vor bleiben, aber ich bin der Meinung, für eine Simulation ist das vielleicht nicht unbedingt der optimale Name, sagen wir mal so. So, wir haben es jetzt gleich 17 Uhr, bei der nächsten Möglichkeit werden wir rausfahren.
werden auf Pause schalten. Also ist das, wenn man sich eine Zeit vornimmt, dann funktioniert das auch meistens nie. Alter, der bremst einfach ab. So ein Idiot. So, Parkmöglichkeit, die werden wir uns gönnen. Die gönnen wir uns. Bei uns stehen sie in der ersten Reihe. Gratulation, Hermann. So. Wir notieren 17.45 Uhr. Alles klar. Das heißt, wir fahren erst um 5 Uhr weg. Ist aber auch kein Problem für uns. Boah, so. Das Wichtigste ist, wenn ich jetzt einen Kaffee irgendwo bekomme. Meine Kaffeemaschine ist auch nicht mit dabei. Vielleicht da hinten dürfte ein Shop mit dabei sein. Da werde ich mir jetzt einen besorgen, einen schönen heißen Kaffee, vielleicht eine Kleinigkeit zum Beißen, dann ab in die Kiste hinten und morgen geht es dann los zur Abladestelle in Rumänien. Euch jedenfalls danke fürs Zuschauen, wie gesagt, über ein Abo freue ich mich, über ein Like freue ich mich, über einen Kommentar freue ich mich natürlich auch genauso. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss, euer Hermann.